Die neue Miss Japan hat auf ihren Titel verzichtet, nachdem eine Zeitschrift einen Artikel über ihre Affäre mit einem verheirateten Mann veröffentlicht hatte. Die ukrainischstämmige Karolina Shiino wurde am 22. Januar zur Miss Japan gekrönt. Ihre Wahl löste aufgrund ihrer Herkunft eine öffentliche Debatte aus. Während die einen die Krönung der eingebürgerten Ukrainerin begrüßten, sagten andere, sie repräsentieren nicht die traditionellen japanischen Schönheitsideale. Nach dem Bekanntwerden der Affäre entschuldigte sich die 26-Jährige öffentlich. Der Skandal löste in den sozialen Medien eine Welle der Kritik aus. Japans Kultur ist noch immer männerdominiert. Es wird erwartet, dass Frauen gute Ehefrauen und Mütter sein müssen.